Grüß euch, liebe Gartln- und Wärtling-Fans. Wir zeigen euch heute, wie wir unsere alten Bootlampen neu gestaltet haben. Eigentlich braucht ja jedes Mädel einen Werkzeugkoffer. Das ist mein erster Werkzeugkoffer, der ist jetzt 16 Jahre alt. Natürlich ist er inzwischen schon ein bisschen unbefüllt. Wir haben da jetzt die ganzen Bürsten drinnen, wo wir jetzt da unsere alte Deckenlampen, die was wir wie eine Wolke ausgeschnitten haben, abbürsten, dass die Struktur besser rauskommt. Dann werden wir es flämmen, dann mit Acryl verspachteln. Das müssen wir trocknen lassen und noch einmal abschleifen. Und dann haben wir eigentlich eine richtig coole, auf alt getrimmte, indirekte Deckenbeleuchtung für unser Boot und schaut aus wie neu. Was ist einmal wichtig, was brauchen wir dazu? Eine Bohrmaschine, eine bradeweiche Messingbürste und, was eigentlich ganz wichtig ist, eine Schraubzwingen. Wir haben da die aus Kunststoff, die was man schnell zuratschen kann, weil durch diese Rotationsbewegung, wo wir da die ganzen weichen Bahnen rausfräsen, mehr oder weniger aus dem Holz, kann das Brädel ganz schön abschießen. Und so hast du beide Hände frei, dass die, die Bohrmaschine holzt und das Brädel bleibt fix auf der Werkbank mehr oder weniger montiert und da kann nichts passieren. Wichtig ist immer, dass mit der Bürste entlang der Holzfasern bürstet. So funktioniert das nicht. Ich müsste das wirklich so machen. Weil dann geht nämlich das hellere Holz da, was du siehst, außer, es wird tiefer und die dunklen Fasern bleiben übrig und dann hat man eine richtig schöne Holzstruktur. So, ganz wichtig, was wir brauchen, Handsch, klar, Schutzbrühe, Masken und ein Gehörschutz. Schön frische Zeit. Was sie vergessen hat jetzt da, macht es das im Freien und wenn der Wind geht, da funktioniert es am besten. Da belästigst du keine Nachbarn damit. Das staubt nämlich richtig. Oder ihr braucht sonst irgendeine Absaugmöglichkeit, weil sonst könnt ihr euch ein Zimmer renovieren. Was definitiv bei dem Wetter gut wird, ist ein heißer Tee. Wir haben das jetzt da abgebürstet. Wir haben zwar vorher die Kanten mit einer Oberfräse schön gemacht. Wenn ihr das aber nicht habt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt es mit der Bürste vorher machen, dann mit einer Feile, dann mit einem Schleifpapier glatt machen. Ist auch kein Problem, nur so geht es halt einfach schneller. Und jetzt seht ihr, was ich vorher gemeint habe. Das weiche, helle Holz haben wir ausgefräst mit der Bürste und das dunklere bleibt stehen. Und so haben wir jetzt die super tolle Holzfaser. Natürlich je tiefer dass das ausbürstet, desto mehr Struktur kriegt. Das wollen wir in dem Fall nicht. Wenn wir dann das Ganze jetzt mit vorher aufleimen, dann kann man die ganzen feinen Härchen verbrennen. Dann hat man einen richtig coolen Look und dann wird das auch noch mit Acryl verspachtelt und dann verkauft ihr das, wenn das abgeschliffen ist, als Vintage-Look. Ist aber ganz einfach selber zu machen. Eigentlich wollen wir es ja gleich flämmen, nur aufgrund dessen, dass heute wirklich richtig kalt ist, tun wir das vorher noch mal ins Warme. Weil wenn wir es jetzt machen würden, würde sich wahrscheinlich das ganze Brädel verziehen. Also noch einmal rein, aufwärmen und dann flämmen wir es an. Sobald das ein bisschen zum Brennen anfängt, dann ist der Zeitpunkt, dass sich das Gerät oder die Flammen im Prinzip über die Fläche weiterzieht. Dann ist gerade der Grenzwert quasi erreicht, damit kein Brandfleck entsteht, aber die Oberfläche an und für sich tief genug verkohlt ist, mehr oder weniger. Wir werden auf alle Fälle die Oberflächen jetzt mit so einem Maler-Acryl, feine Künstler-Acrylfarbe, die man beim Baumarkt kauft, also alle Unebenheiten werden im Prinzip mit dem weißen Acryl aufgefüllt, mit den Oberflächen mit dem Maler-Acryl dann getrocknet ist. Das dauert
zwei Stunden, je nachdem wie tief das ihr vorher eingebürstet habt. Oder die gesamte Oberfläche wird dann im Prinzip nochmal geschliffen. Wenn Sie das jetzt mit einem feinen Schleifpapierl machen wollt, also über 200er Körnung, dann wird das erstens einmal glatt und so matt färbig. Also es kommt dann ein bisschen Holz, scheint dann durch, schaut super aus. Wenn Sie das ein bisschen rustikaler haben wollt, dann nehmt ihr Schleifpapierl mit der Körnung zwischen 150 und 200. Wenn du das in einer Richtung machst, in der Faserrichtung, schaut das homogen aus, weil die Schleifwege quasi immer in eine Richtung sind. Wie gesagt, wenn ihr das ein bisschen rustikaler haben wollt, dann könnt ihr auch Kratzer reinmachen, indem ihr das Schleifpapier willkürlich bewegt. Schaut auch super aus. Dann schaut es halt used look aus quasi. Extra vintage. Das ist soweit fertig, das schaut so aus. Das ist die Unterseite von dem Ganzen. Da kommt jetzt dann noch die Lampen auf, das werden wir in der Werkstatt unten machen und dann wird das an die Decken montiert. Und das schaut aus, als ob das extrem teuer war. Ich habe da schon ein Leinöl vorbereitet, das haben wir in der Mikrowelle warm gemacht. Wenn das warm ist, wird es dünnflüssiger und zieht besser in die Holzoberflächen ein. Das Holzbrädel hat Raumtemperatur, das heißt, die Bohren sind ein bisschen aufgegangen und nimmt das Öl wesentlich besser auf, als wenn ihr es in einem kalten Raum oder im Freien macht zum Beispiel. Bei der Oberfläche müsst ihr aufpassen, kommt man oft in die Versuchung, dass man zu viel Öl aufgetut. Da ist zum Beispiel ein See, das überschüssige Öl, das nach 20 Minuten noch nicht eingezogen ist, da hat sie mit einem Fetzen einfach abwischen und dann lässt das einen Tag aushärten ungefähr. Auf die Oberseiten von dem Brettel, wo die Lampen aufkommt, fahren wir nur ein, zwei Mal mit einem getränkten Schwamm oder mit einem feuchten Tuch mit Leinöl schnell mit drüber. Dann kann man das aufbrauchen, was da drinnen ist, und braucht es nicht wegschmeißen. Nach ein bis zwei Tagen, je nachdem, man merkt es dann eh gleich, wenn die Oberfläche noch ein bisschen biegt, lasst es noch stehen. Wenn die Oberfläche schon so samtig wird, dann könnt ihr es weiter tun. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch taugt. Ja, also Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wir melden uns wieder. Pfiat.